Wer hat eigentlich die Uhr erfunden? Die Geschichte der Uhr lässt sich schon sehr, sehr lange zurückverfolgen. Die ersten Aufzeichnungen stammen von den Sumerern und Ägyptern, ca. 3000 vor Christus. Damals nutzten sie eine vereinfachte Art der heutigen Sonnenuhr mit einem Holzpfahl. Der Schattenstab ist seit 2400 vor Christus auch aus China bekannt. Die Griechen gaben dem Objekt dann später den Namen Gnomon, der zu der Zeit eine Art Obelisk war. Viele Jahre später und nach unzähligen Erfindungen wie der Sanduhr, der Wasseruhr oder sogar der Kerzenuhr entwickelten die Europäer das mechanische Uhrwerk. Circa um 1300 wurde die mechanische Uhr mit der Spindelhemmung zum Standard in der Zeitmessung. Erst im 16. Jahrhundert wurden federgetriebene Uhren sowie Taschenuhren erfunden. Nach vielen iterativen Verbesserungen der Technologie waren es Quarzuhren, die den nächsten Quantensprung gemacht haben. Die Quarzuhr wurde bereits 1929 von dem kanadischen Ingenieur Warren Alving Marison erfunden, doch erst 1969 wirklich zu einer realistischen Alternative von mechanischen Armbanduhren, als Seiko seine Astron vorstellte und die Quarzkrise auslöste.